Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sascha und der da ist der Marc Hagenbeck. Warum lasst du so blöd? Deiner Tagesdosis Angeberwissen? Ja, ist doch egal. Wobei ich stehen geblieben? Ich bin der Marc Hagenbeck. Also, ja, wir haben heute den 18. Februar und am 18. Februar haben wir wieder ein ganz bekanntes Geburtstagskind und das ist... Am 18. Februar 1954 wurde John Travolta geboren. Ah, John Travolta. John Travolta. Also auch hier, wenn man hier alles aufzählen möchte, was er so gemacht hat, man muss es einfach vorlesen. Grease. Saturday Night Fever, Grease, Pulp Fiction, Schnapp Shorty und so weiter und so fort. Er wurde in New Jersey geboren übrigens. Er hat so ein paar coole Filme, aber der ist, glaube ich, bei der Scientology oder sowas, ne? Das ist, glaube ich, ja, ein Scientologe. Deswegen, ja, ja. Das ist das einzig Unspaßige an ihm. Ne? Aber er ist, hat ein paar coole Filme gemacht, sagen wir mal so. Das hat er auf jeden Fall. Ja, also ja. Ein super Schauspieler, also gerade in Pulp Fiction, großartig. Ich habe ihn gesehen bei Das Volk, oder The People versus O.J. Simpson. Kennst du die Serie? Nee. Ja, wo O.J. Simpsons Leben irgendwie da so da, oder diese Gerichtsverhandlung ja, ja. dargestellt wird. Und da ist er, glaube ich, ein Rechtsanwalt für O.J. Simpson. Ich habe am Anfang gedacht, ach du Scheiße, wie sieht der denn aus? Aber ich glaube, der Rechtsanwalt sah wirklich so ein bisschen schräg aus, okay. Dass sie ihn da so zurecht gemacht haben. Also müssen wir mal angucken hier. Es war eine ganz coole Serie eigentlich. The People versus O.J. Simpson. Ja, mit John Travolta als irgendwie Star-Rechtsanwalt. Ja. Ja. Achso, ja, es geht ja weiter. War ja gar nicht das Ende. 18. Februar 2000 wird Stjepan Mesic Nachfolger von Franjo Tudman als Staatspräsident in Kroatien. Oh, Kroatien. Kroatien. Ja. Kannst du auf Kroatisch irgendwas sagen? Kannst du irgendwie mal zählen zum Beispiel, mal kurz auf Kroatisch? Das habe ich schon mal gemacht. Hast du schon mal gemacht? Ja, gezählt habe ich schon mal. Ich bin ja schon ganz oft im Urlaub gewesen. Ah, okay. Ja. Ich kann auch sagen... Dobardan. Dobardan, Dovidinja. Ja. Achso, ja, stimmt, wir hatten das ja schon mal. Am besten finde ich Donnerstag. Heißt Četvrtak. Četvrtak? Četvrtak. Četvrtak. Das ist so ein Wort, das kriegst du eigentlich nicht raus. Četvrtak. Du spuckst auch alles voll. So ein Spuckwort. Četvrtak, egal. Četvrtak. Ja. Das war 18. Februar 2000. Genau. Jetzt haben wir noch einen Fakt des Tages. Ja, Fakt des Tages. Nur 1% der deutschen Raucher rauchen Pfeife. Sollten viel mehr machen. Ich finde, Pfeife rauchen stinkt nicht so schlimm wie Zigarettenrauch. Es riecht anders. Es ist ein bisschen angenehmer. Also ich als Ex-Raucher muss jetzt sagen, ich rieche beides sehr gerne noch, immer noch. Ne? Echt? Ja. Also, Zigarettenrauch riechst du gerne? Ja, hin und wieder rieche ich das schon mal gerne. Aber fangt bloß nicht an mit dem Rauchen. Es ist wirklich eine ziemliche Prozedur, bis man damit fertig ist und aufhören kann. Aber Pfeife ist doch viel angenehmer. Ja, Pfeife riecht halt auch anders. So ein Zigarre so riecht halt auch anders. Ja, aber Zigarettenrauch riechst du gerne. Ja, weil morgen, du hast so eine alte Schale mit ganz vielen Zigarettenkippen hast du so an deinem Nachttisch. Das ist ja so dieser dann, kalte Rauch. Nee, dieser kalte. Machst du nee, so das riecht ja, nee, das riecht ja wirklich vom Einschlafen. So ein schöner, frischer Rauch. Also da bin ich immer noch, keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich auch als Ex-Raucher immer noch süchtig. Schöner, frischer Rauch. Bäh. Ja, ja. Das war der 18. Februar. Wir sehen uns wieder morgen am 19. Februar. Alter, schöner, frischer Rauch. Schöner, cheerio, frischer Rauch. Miss Sophie. Do Virginia.